Hallo, mein Name ist Tobias von Klogo Niehaus, deinem Kanal für ganzheitliche Gesundheit. Und heute in diesem Video geht es um eine ganz spezielle Atemübung, die für dich geeignet ist, wenn du Probleme hast zu entspannen, wenn du immer sehr viel Unruhe hast, viel Stress hast. Und mit dieser Atemübung schaffst du es sofort zu entspannen und deinen Körper runterzufahren, deinen Geist zu beruhigen. Und die Übung, die ich dir heute erkläre, ist die sogenannte Ozean-Atemtechnik. Ich finde, der Name alleine ist schon beruhigend und angenehm. Das heißt, du solltest es dir möglichst gemütlich machen, vielleicht auf einem Teppich oder auf einer Yogamatte. Du kannst dir tatsächlich auch dabei Meeresrauschen als Geräusch anstellen. Und zwar geht es dann bei dieser Übung vor allem um eine achtsame Bauch- und Brustkorbatmung. Du legst dich auf den Rücken. Du kannst dich dabei zudecken. Deine Beine sollten beide aufgestellt sein. Die Füße sollten stabil auf dem Boden stehen. Falls es für dich angenehmer ist, kannst du dir ein Kissen unter den Kopf legen. Jetzt legst du beide Hände einmal auf den Brustkorb und einmal auf den Bauch, sodass deine Zeigefinger und Mittelfinger noch auf dem Brustkorb liegen, dein Ringfinger und dein Kleinfinger hingegen auf dem Bauch. Damit hast du eine Grenze gebildet und zwar liegt da dein Zwerchfell, das ist der Hauptatemmuskel. Jetzt schließt du die Augen und stellst dir vor, dass dein Bauch das Meer ist, der Ozean, und dein Brustkorb der Strand. Jetzt versuchst du ganz achtsam und ganz langsam von deinem Bauch in den Brustkorb zu atmen. Das heißt, deine Atmung weitet sich wie eine Welle vom Ozean zum Strand hin hinaus. Beginne deine Welle in Höhe deines Bauchnabels und schicke dann die Atmung bzw. die Welle in Richtung deines Halses, deines Kehlkopfes. Danach zieht sich deine Atemwelle wieder vom Kehlkopf in Richtung deines Bauchnabels zurück. Dies kannst du dann für einige Minuten wiederholen, bis du das Gefühl hast, dass du beruhigter bist, dass du dich entspannt fühlst, vielleicht sogar ein bisschen müde bist und einschläfst. So, ich hoffe, diese kleine Atemübung hat dir gefallen und vor allem auch gut getan. Du kannst uns ja mal ein kurzes Feedback unten in die Kommentare schreiben. Du kannst diese Übung im Akutfall benutzen, wenn du dich sehr gestresst oder sehr unruhig fühlst, aber natürlich auch regelmäßig, täglich, um einfach eine dauerhafte Verbesserung zu erreichen.